Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge No Man's Sky. Ja, lang ist es her für dich quasi, gerade mal eine Folge. Für die Leute im Stream war es gestern. Wir spielen weiter No Man's Sky und heute, verspreche ich, hoch und heilig. Wir haben am letzten Mal nämlich nur, ja, quasi erforscht. Wir haben gesammelt, wir haben Ressourcen gesammelt. Ich habe übrigens, apropos, das muss ich noch eben schnell machen. Das werde ich jetzt nochmal eben in der Aufnahme machen. Ist jetzt nicht so schlimm. Ich werde mir mal eben das mal eben aufmachen. Ich habe mir ein Ressourcen, man mag es gar nicht glauben, ein Ressourcen, ja, ein Ressourcenbildchen erstellt. So, hier war mal gewesen, ein Ressourcenbildchen erstellt, wo ich einige Ressourcen finde. Habe ich mir selber erstellt, selber geschrieben, im Netz gesucht, tralala. Und Rigogen, nur so zur Info, findet man unter Wasser. Wow. Hätten wir lange suchen können, ne? Nur so zur Info. Wir haben beim letzten Mal ja so viel nur erforscht und tralala und halt erkundet. Deswegen wird es in dieser Folge wahrscheinlich oder in dieser Aufnahmesession so sein, dass wir hier die Basis endlich ausbauen werden mit Glas. Ich freue mich so sehr drauf wie ein Schnitzel. Man mag es gar nicht glauben. So, das ist ja die Base hier, die Main Base. Die muss ja stehen bleiben. Hier ist unser Schiff. Und hier ist unser Auto-Packing-Garage. Ich werde nämlich das hier alles nochmal komplett abreißen. Das können wir eigentlich... Werde ich jetzt erst Rigogen sammeln? Was brauchen wir nochmal Rigogen? Das war für... Für irgendwas brauchen wir Rigogen, ne? Ich glaube, ich werde erstmal einsortieren. Komm, pass auf, machen wir mal so. So. Wir werden jetzt erstmal im Lagersystem, werden wir jetzt erstmal alles einräumen. So, was haben wir hier? Ich hoffe, wir haben noch genug Platz im Lagersystem. Ja, wahrscheinlich nicht. Thermium und Kohlenstoff können wir abgeben. Thermium? Ja, Thermium? Kohlenstoff? Thermium? Plutonium haben wir hier. Da auch nochmal. Inventar voll. Kohlenstoff. Okay. Alter, wir haben so viel Plutonium. Wir müssen noch einen Container haben, aber wir können leider... Ich glaube, wir können leider keinen weiteren Container bauen. Das finde ich sehr, sehr schade. Oder können wir jetzt mehrere bauen? Kann gebaut werden? Null. Ich frage mich, wenn wir Eisen haben und galvanische Zellen, ob wir den dann bauen können, den weiteren. Warte mal, was brauchen wir denn für eine galvanische Zelle? Wenn wir schon heute im... Guck mal da, guck mal, was wir bauen können. Guck mal. Glas! Ich werde verrückt. Da wird der Teufel in der Pfanne verrückt. So, wir brauchen galvanische Zelle. Was brauchen wir? Antrium. So, da haben wir ein bisschen was. Das müsste in dem Container hier sein, wenn ich mich recht... Nee, warte mal. Das müsste hier sein. In dem lilanen. Ich vergesse das immer. Ja, da haben wir's. So, dann werden wir mal eine galvanische Zelle bauen. Zwei Stück am besten. Wie gut, dass wir... Und wir brauchen Eisen. Da haben wir genug von, da brauchen wir nichts aus dem Lager nehmen. Eigentlich brauchen wir Eisenlager, brauchen wir eigentlich gar nicht, weil guck mal, wie viel Eisen wir hier haben. Ich glaube, ich werde das Eisenlager vernichten und werde nochmal einen anderen Container bauen. Weil ganz ehrlich, ich sortiere das mal aus, das Eisen. Da können wir irgendwie so Zink und solche Klamotten reinpacken, oder? Weil Eisen haben wir hier wirklich genug. Hier zum Beispiel, das kann auch weg. Eisen, warte mal, das lagere ich mal rüber. Splitter, Titan. Kann ich das alles hier oben reinpacken? Oder pass auf, wir machen das anders. Wir machen hier unten. Machen wir dann so Zink rein und so Schild... Ja gut, Schildsplitter ist jetzt nicht so toll. Aber Zink kann da rein und Titan. Und den oberen Container... Hallo? Den oberen Container, wie zum Beispiel die Platte, die brauchen wir ja. Können wir dann quasi abreißen und können den für einen anderen Container nehmen. Mikrodichtes Gewebe nehmen wir auch mit. Das können wir alles rüberpacken. Zink auch. So. Das sieht doch schon besser aus. Warte mal, wie kann ich jetzt löschen? So, löschen. Wo brauchen wir denn noch mehr von? Von diesen seltsamen oder seltenen Teilen brauchen wir, glaube ich, viel, ne? Kann das sein? Oder auch nicht? Ich schau mal eben, was könnten wir denn... Das ist dunkelblau. Haben wir
Dunkelblau, ist das hellblau? Da können wir echt einen gebrauchen, weil dieses... Weil hier... Ich glaube nicht, dass wir einen bauen können, noch einen weiteren Container. So, Namenflächen Fengo, Lismara, Hallöche Lismara. Und Schwalbe, ich grüße dich. Willkommen, Schwalbe, zur Let's Play Live Show. Ich grüße dich, schön, dass du eingeschaltet hast. So, wie mache ich denn immer die Farbe hier? Hallo? Warte mal. Farbe? Genau, altmetallisch. Und wir brauchen... Farbe war blau, ne? Ist es das hier? Ich glaube, ja. Ja, ich glaube. Dann haben wir nämlich hier zwei. Und wie gesagt, Eisen. Ganz ehrlich, Eisen. Ist das gelb? Das sieht so grün aus. Warte mal, ich mach mal eben. Ich guck mal eben wegen Farbe. Ja, du mich auch mit Waffenladung aufgebraucht. Das ist tatsächlich gelb. Man mag es gar nicht glauben. So. Was wollte ich denn jetzt gemacht haben? Ich bin mir gar nicht so sicher. Ich, das Gesicht von Flaschenfengo. Willkommen zur Let's Play Live Show. Haben wir denn bei Rot Plutonium solche... Verdammt. Komm, Kohlenstoff finden wir auch überall. Das ist jetzt nicht so... Kohlenstoff ist jetzt nicht so wichtig, aber Plutonium haben wir dann wenigstens treibstoffmäßig was immer parat. Das kann weg. Dann haben wir hier nochmal irgendwie... Warte mal, Plutonium. So, der Dolch kann wegkommen. Hier, der Nanithaufen. Der könnte zum Beispiel auch hier mit rein in diesen Lagerbehälter. Das ist 100% grün! Was? So. Objekt übertragen. Nanithaufen backe ich auch mit da rein. Das Blaue, ne? Das brauchen wir ja sowieso. Hiridium habe ich noch. Hiridium Platz hier. Ach genau, hier war ja der Container, den wir jetzt gebaut haben. Lager 3. Die Kryozagen behalte ich, weil wir wollen ja gleich ein bisschen... Wir wollen ja gleich ein bisschen Glas bauen. Die galvanische Zelle packe ich auch mal eben hier drüben rein. Das Lagersystem werde ich auch nochmal abändern. Objekt übertragen. Wir können kein Dings mehr bauen. Ich glaube nicht, dass... Ich glaube nicht, dass wir noch ein Lagersystem... Das finde ich ein bisschen schade. Das ist ein bisschen armselig. Oder beziehungsweise nicht armselig, sondern... das ist mehr so... Wie soll ich sagen? Ah ja, im Raumschiff haben wir ja auch noch Kryozagen, ne? Tatsache. Guck mal hier. Tamium kann weg. Geknipp. Warte mal, können wir Geknipp nicht irgendwo einlagern? Was wir haben, haben wir. Hier vielleicht? Nee. Hier ist noch irgendwo Platz. Nee, hier vielleicht. Nein, hier oben. Was wir alles haben, ne? Ist ja schon... Ist ja der, ah, guck mal hier. So, Gagnip. So, ich würde sagen, wir fangen mal an, ein bisschen was abzureißen, oder? Weil das brauchen wir eh nicht. Also hier auch die Station, wollte ich gerade sagen. Die Station. Ich muss erstmal selber mit dem Baumenü ein bisschen klarkommen. Ich werde es immer abreißen, weil ich will nochmal ein bisschen eine Garage auch nochmal anders bauen. Das ist alles noch so ein bisschen... Jetzt kriegen wir auch Eisen wieder. So. Alles weg. Nein. Oh. Jetzt habe ich den Speicherpunkt gelöscht. Ist nicht so schlimm. Kommt eh alles neu. So. Dann ist das schon mal weg, ne? Ich würde gerne mit den Grundsteinen anfangen, mit den Wegen. Jetzt ist nur die Frage, wo waren nochmal die Wege gewesen? Die Wege sind unergründlich des Herrn. Der Witz wird niemals alt. Gott sei mit dir. Warum? Keine Ahnung, es weiß nur er. Mhm. Wo waren nochmal die Wege? Wege? Wege! Infrastruktur? Ah, hier, Bodenplatte. Ah, Eisen. Hä? Kriegt man jetzt keine Materialien... Man kriegt keine Materialien mehr wieder, wenn man Sachen abreißt. Ernsthaft? Sehe ich das gerade richtig? Okay, egal. Dann gehen wir uns erstmal ein bisschen Eisen holen, weil wir brauchen ja Eisen. Für die Wege. Haben wir ja genug hiervon. Lalala, lalala, lalala. So.
So, wie gesagt, heute erwartet euch... Oh, oh. Du kannst mich mal. So, ciao. Ach, der Zink dabei gehabt. Ach, Tatsache. So, ciao. Guck mal, Zink. Alter, wie geil. Wollte ich eigentlich gar nicht, aber wenn der jetzt schon... Wenn der Drecksack jetzt hier vorbeikommt und uns angreift, ich will doch nur Eisen abbauen, weil wir brauchen Eisen zum Bauen der Bodenplatten, weil ich will jetzt erstmal so grob den Weg bauen, wie wir den, wie ich den haben möchte. Dieser Weg wird kein leichter sein. Erstmal auf alles schießen, was sie bewegt. Ja, natürlich. Das würde ich überall machen, egal. Egal, wenn ich irgendwo auf einem fremden Planeten bin, dann werde ich erstmal alles abschießen. Egal, ob die Aliens friedlich sind, so weißt du, so kommt der Alien so an, so Friede! Piu! Voll in Staub, so. In Staub verfallen, ey, das wäre eine Hammer. Das wäre so richtig so ein Flex-Moment. So. Die Station mit dem Auto müssen wir auch noch abbauen. Ist gerade schon wieder so mega hell. Ich sehe aus wie eine Atomexplosion im Gesicht, guck mal. Das muss auch alles weg. Das muss alles, ich muss irgendwie neu anfangen. Das ist alles irgendwie... Warte mal, ich lösche das mal. So, zack, kann ich den auch löschen? Toll ist, die Fahrzeuge hier bleiben. Egal, ich fahre mal... So. Man kann nämlich auch eine Garage bauen, quasi hier für das Schiff oder so einen Landeplatz. Das habe ich auch noch vor. Das mit dem Lager müssen wir auch umbauen. Ich würde gerne jetzt erstmal, passt auf, wir machen das mal anders. Wir fangen mal an damit, dass wir... Achso, wir brauchen erstmal Glas, ne? Ich bin so schlau. So, Glas, Alter. Ja, noch mehr Glas. Kann man stapeln? Man kann Glas nicht stapeln? What the fuck? Man kann Glas nicht stapeln. Willst du mich verarschen? Okay. Dann gucken wir mal. Also, ich würde gerne... Womit fangen wir denn an? Eine quadratische Basis? Oh, vielleicht, vielleicht auch nicht. Boah, geil. Guck mal hier. Mit Glas und so, Alter, in der Glaskuppel. Das soll oben hin dann. Oder hier. Okay, ich würde sagen, wir machen dann hier den Typen hin mit... ich guck mal, wie können wir denn hier... Pass auf, ich platziere den Typen mal hier hin. Der soll hier. Oder warte mal. Haben wir denn irgendwie... Stelzen oder sowas haben wir nicht, ne? Wir haben nur Flaggen. Toll. Raumdekorationen. Ich glaube, ich rufe gleich Martine Wittler an. Die kommt wahrscheinlich vorbei. Ich mach die Wohnung schön! Mach die Wohnung schön für dich! Aber so richtig so Stelzen oder so haben wir... Ah, warte mal, was haben wir hier? Mhm. Ein Fenster. Glas 2, Alter. Weil das soll irgendwie nicht... Würfelförmiger Raum. Kann ich diesen würfelförmigen Raum denn auch... Warte mal, ich probiere mal was. Also, warte mal. Da darf ich doch bestimmt irgendwann nicht mehr bauen, ne? Genau. So. Ich probiere mal was. Da kann ich schon nicht mehr bauen. Und hier kann ich... Doch, hier kann ich bauen. Hier kann ich schon nicht mehr bauen, weil ich schon wieder außer Range bin. Das ist ein bisschen... Das ist ein bisschen dämlich. Das gefällt mir nicht. Warte mal, ich mach mal die Main Base hin. So. Ich mach mal farblich, mache ich mal diesen Typen hier grün, ne? Das soll irgendwie unser Farmer werden, der hier, der Typ mit der, mit dem grünen Daumen. Was? Sende mal die Fotos per Community. Achso, ja, cool. So. Jetzt würde ich gerne...
brauchen Titan dafür, ernsthaft. 80 Titan, ach, leck mich doch am Arsch. Weißt du was, fick dich, ich baue jetzt. Ich baue meine eigene Raumstation. Mit Blackjack-Tischen und Nutten. So. So. Entschuldigung. Ach du Scheiße. Ich habe gar nicht aufgepasst. Oh ja, uns ist... Ja, wir verlieren Leben. Ich weiß. Trink mal einen Schluck. Das Problem dabei ist, dass wir die ganze Zeit hier so einen dämlichen Sturm haben. Hier ist unser Botaniker, den wir da einpflanzen werden. Der hat komische Augen. Sehr merkwürdig. Ja. So, passt mal auf. Ich werde mal weiterbauen. Während des Sturms ist mir egal. Ach, hier kann man jetzt Fenster einbauen. Das ist ja geil. Kleines Fenster, großes Fenster. Kann ich das bauen? Mal gucken, wie das aussieht. Oh, das ist ja geil. Boah, das ist ja mega. Wieso stabilisiert sich der Wärmeschutz, wenn ich draußen im Sturm stehe? Das versteht mal einer, wer will. Nee, keine. Ich will erstmal nur einen würfelförmigen... Was, nicht genug Ressourcen. Wir brauchen Eisen. Jede Menge Eisen.